Okay. Ein paar Sachen sind kaputt. Ein paar Sachen werden wir noch mit klarkommen, denke ich mal. Mensch. Ist das wieder schiefgelaufen? Ja. Hat mir hier unten. Ach ja, doch. Da haben wir noch eine Lampe. Die könnten wir eigentlich umhängen. Brauchen wir aber gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie wir hier was reparieren sollen. Ups. Nehmen wir mal das Ding hier. Hat ja ein Eigenleben, warte mal. Gibt's doch auch so komische Symbole. Vielleicht muss man hier was drauflegen, damit das repariert wird. Dem ist aber nicht so. Okay, na dann. Schauen wir doch erstmal zu Fuß ganz gemütlich weiter, was es hier noch so gibt. Also, hier gibt's ein Kistchen. Und, ich denke mal, das sieht aus wie sowas wie eine Werft oder so. Naja, zumindest ist das Haus groß genug, dass wir da mit unserer dicken Bertha mal reinfahren können, denke ich. Tun wir das mal. Da oben ist auch noch ein Fass. Ja, der Sturm hat uns ganz schön zugesetzt, aber naja, ist ja nicht der erste Sturm, den wir hier erleben. Meine Güte. Komm, hauen wir direkt mal zwei Kisten rein. Hat Bertha auch was auf der Lunge? Bäm. Läuft. Schön. Komm, Bertha, wir fahren jetzt da rein. Na, ganz schön widerspenstig. So, mal schön vorsichtig machen wir das. Ja, ich glaube, ich muss erstmal da hoch, wa? Weil jetzt, bumm, haken wir hier natürlich komplett gegen. Aber ich denke, über die Segel da oben dürften wir doch mit Leichtigkeit. Ja, super, cool. Also mit Leichtigkeit hier oben ankommen. Erstmal über das Fass gehüpft und dann, aha, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wieder so ein Brennofen mit einem Knopf drauf, der so ein Fass da drüben haben will. Und damit können wir dann eventuell, weiß ich noch nicht, machen. Da ist auch was kaputt. Oh Mann. Ach, guck mal da oben. Guck mal da oben. Da oben ist doch, das ist doch bestimmt wieder so ein Bauteil, mit dem wir unsere dicke Bertha ein bisschen aufrüsten können. Das nehmen wir mal mit. Das können wir gut gebrauchen. Was ist denn mit dem Schalter? Was passiert denn hier? Oh. Hilfe. So. Gar nichts. Okay. Ja, das ist knapp. Mist. Aber wir kommen anscheinend auch hier unten. Aber wir kommen auch anscheinend. Wohl doch nicht. Okay. Ach Gott. Ups. Das war ein bisschen sehr früh. So. Schön platziert. Und testen wir mal. Oh oh. Okay. So, und ich denke, wir müssen da drüben hin. Wir müssen irgendwie diesen Schalter da betätigen können, oder? Geht nicht. Aha. Das ist sowas wie ein Reparaturwerkzeug, oder was? Hä? Was mache ich denn damit jetzt? Warte mal. Ach, jetzt haben wir... Nee, auch nicht. Okay. Ich dachte gerade, wir hätten hier irgendwas geöffnet. Aber vielleicht können wir mit dem Ding da oben hier unten das Ding durchschneiden. Oder wir brauchen einfach noch mehr Power. Schauen wir mal. Oh, ist zu. Mann. Okay, dann werden wir hier auch nicht mehr Power brauchen. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie zu drastischeren Maßnahmen greifen. Ich denke mal, wir müssen das Ding ja hier losbekommen irgendwie. Und der Shit. Und der Schalter geht ja nicht. So. Da werden wir wohl irgendwie dieses Ding da lösen müssen von dem da oben. Geht doch. Oh, das geht natürlich nicht. Okay. Ah, verstanden. Es dauert einfach nur ein bisschen länger und man muss ab und an auch mal Geduld haben.
Guckt mal, was kriegen wir denn da? Was kriegen wir denn da? Aha. Hey. Stopp. Wer da? Stopp. Das will ich mir erstmal angucken, ob das auch richtig eingebaut ist. Yeah. Ah, das funktioniert dann ganz einfach automatisch, wenn man in der Nähe ist. Yeah. Und da muss man halt einfach nur Geduld aufbringen. Und das ist ja etwas, was ich halt nicht besitze. Kann man auch nicht käuflich erwerben, habe ich mir sagen lassen. Ist, glaube ich, irgendwie so eine Charaktereigenschaft. Die britzelt immer noch. Dauert die länger oder können wir das mit der Hilfe... Doch, können wir. Ah, cool, bingo. Jetzt setzen wir da oben ja eigentlich noch ein Fässchen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Und die andere Frage ist natürlich, ups, kommen wir denn hier überhaupt wieder zurück? Ach, hier ist ja auch noch, guck mal. Stuff ohne Ende. Ja, das nehmen wir jetzt erstmal mit. Da ist nochmal eine Lampe mit dabei. Das ist gut. So, euch beide schieben wir jetzt mal ein bisschen höher. Okay, dich können wir auch von mir aus. Hey. Oh, Bertha. Nein. So. Ja, doch. Dich nehmen wir jetzt auch nochmal kurz mit und dich legen wir dann hier. Als Betriebsanleitung für unser Reparatursystem tun wir dich einfach mal darüber legen, ne? Ich glaube, hier haben wir noch eine neue Lampe. Oh, coole neue Lampe. Das ist ja ein Hammer. Wo tun wir die denn hin? Wo tun wir die hin? So, hier draußen können wir... Nee. Können wir leider nicht dran montieren. Schade. Das wäre mal lustig geworden. So, jetzt muss ich aber so ein bisschen... Mist gebaut hier. So. Jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer hinschauen, was hier geht. Hier wäre noch ein Haken. Wir hätten aber auch da oben noch Haken. Also man könnte ja tauschen. Aber wir können es aber auch einfach erstmal hier liegen lassen und uns aus dieser unpässlichen Situation befreien. Fahren wir mal ein Stückchen mit dem dicken Wärter. Sollte eigentlich reichen. Dann nehmen wir mal das Segel mit dazu. Jetzt, wo wir unser Reparaturwerkzeug haben. Komm. Sehr schön. Nein, nochmal. Komm. Ah, ich muss warten, bis das Ding da drüben ist. Okay. Ja. Da müssen wir mal selber pusten hier. Das ist aber jetzt doof. Okay, nehmen wir mal. Nee, brauchen wir nicht, oder? Nee, wir brauchen kein ganzes Fass. Das können wir erstmal hier lassen. Muss mal ein Kistchen. Ja, ich weiß, ich habe unten noch Kistchen, aber ich glaube, hier oben wird es sonst eng. Ja, ich will ja auch noch die Aussicht genießen. Bei dem Wind kommen wir so nicht voran, also müssen wir mal ein bisschen Gummi geben. Yeah. Ein bisschen die Aussicht genießen. Jetzt müssen wir auch schon fast wieder zurück. Komm, Bertha! Oh, wir betreten ein neues Gebiet. Cool. Hui. Ja, sieht fast aus, als hätten wir freie Strecke voraus und das passt ja auch sehr gut. Jetzt, wo wir Reparaturwerkzeug an Bord haben, wir haben einen Feuerlöscher da, das heißt also, wir können auch mal so richtig, Gas geben und eventuell auch mal ein bisschen was riskieren. Naja, jetzt habe ich auch noch die Segel ausgemacht. War vielleicht nicht so schlau. Aber wir können ja mal schauen, ob wir überhaupt Wind haben. Weil hier das Fähnchen... Das sagt, wir haben keinen Wind. Nee. Das sagt, wir haben keinen Wind. Wie sieht die Umgebung aus? Sie sieht ruhig und flach aus. Dann können wir ja eigentlich im Aufwind hoffen. Falls es dann doch mal wieder irgendwie eine frische Brise gibt, können wir ja dann... Sail away. Oh Gott. Entschuldigt, aber manchmal geht es einfach mit mir durch.
Aber das ist wohl eine der schlechtesten Werbungen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe aber auch nicht so viel Vergleich, weil ich nicht so viel schaue. Trotzdem. So, zurück zum Spiel. Oh, da gibt's was. Ah, halt. Nein. Oh, ui. Ah. Rollen wir erstmal noch ein Stück. Und Action. Oh, Mist. Jetzt hätte ich hier so super den Steam noch ausnutzen können. Aber, naja, war ich mal wieder zu langsam. Da wir aber auch ungefähr eine Kiste und zwei Kisten haben wir verbraucht, ne? Da wir also ungefähr die Menge, die wir verbraucht haben, jetzt gerade hier wieder einholen können, halte ich es einfach für, immer komme ich gegen den Knopf, für angemessen, doch jetzt mal eben noch ein wenig einzupacken, was uns hier die Gegend zu bieten hat. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir hier was geschenkt kriegen. Wir müssen halt hier alles selber rankarren. Und von daher, das sieht lustig aus. Mal schauen, wie lange das hält. Bei meiner Fahrweise nicht lang. Okay, gut. Nein. Aber du kannst ruhig noch ein bisschen rollen, wenn du möchtest, Bertha. Das ist in Ordnung. Ich möchte mal eben ein Auge hier rauswerfen. Ich möchte mal eben einen Blick riskieren. Scheint fast so, als wären wir hier wieder irgendwo angelangt, wo ein kleines Rätsel auf uns wartet. Ja gut, okay. Ich kann mich noch an meine Anfangszeit hier in dieser Gegend erinnern. Da war alles einfacher. Da lagen Fässer und Kisten einfach überall herum. Wir brauchten uns um kaum welche Dinge zu kümmern. Unsere Maschinen waren da ja auch noch frisch. Die gute Bertha, das war nicht die alte, dicke Bertha. Das war einfach nur ein wunderbares Lokomotivchen. Und strahlte in hellem Glanz. Ja. Und jetzt muss ich jeden Tag beten, dass die Kleine noch durchhält. Aber naja, wer weiß. Ich meine, sehr komische Geräusche da oben. Da sollten wir uns eventuell mal schlau machen, was passiert, wenn wir hier gegendötzen. Schauen wir doch mal. Wind weht keiner, also nehmen wir wieder mal konventionellen Weg und Mittel und Wege und Wege und Mittel. Und? Bäh. Okay, da oben, das ist umgefallen, haben wir gesehen, wunderbar. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier betreten können, dadurch, dass wir ja jetzt quasi hier in der Gegend sind. Eigentlich nicht viel. Doch da, ein Aufzug, okay. Das hätte ich jetzt nicht, also den habe ich nicht erkannt. jetzt, also, das ist aber jetzt ein bisschen hoch. Hui, ich habe keine Höhenangst, nein. Aha, ein Radio. What? Was ist mein Radio hier? Wow. No way. Was hier schaukelt, das ist ja... Oh. Ich will wieder meine dicke Bertha. Ich glaube, wir testen das erstmal. Was passiert denn hier? Ah, wir müssen hundertprozentig einpegeln, dass das Ding hier on air ist, oder? Und jetzt? Ach so. Okay. Cool. Ja, Musik. Das erleichtert einem schon mal den Abstieg. Und außerdem zu wissen, dass wir jetzt gleich wieder in der dicken Bertha sitzen, tut gut. Du, wir haben ein Radio. Oh, das macht mich so froh. Ich und mein Radio. Du, das lassen wir auch direkt hier stehen, einfach mitten im Weg. Ach, das geht aber noch. Okay. La 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 la. Dich. La 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 la. La 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 la. Komm her da! Frohen Mutes und guter Musik! Fahren wir noch ein Stück. So, gehen wir mal Power! Hui! Wir kommen gut voran.
Ach, wir brauchen noch ein bisschen Brennstoff. Du, du, du. Dafür nehmen wir diesmal ein kleines Fässchen in die Hand. Oh, das ist... Also ich muss schon sagen, ich bin ja jetzt lange hier unterwegs, aber so ein Ding habe ich noch nie erlebt. Hier so ein Radio. Schon ziemlich cool. Nur ich glaube, wir sind gerade aus der Reichweite herausgekommen vom Sender. Schade. Naja, ich gehe aber jetzt gleich mal zum Radio gucken, was es da so gibt. Und hier draußen? Ja, gut. Oh, schade. Das Radio hat seinen Geist aufgegeben. Also, seinen Dienst eingestellt. Vorübergehend. Ich gehe einfach mal davon aus, vorübergehend. Ui. Ui. Wir haben uns... wir können wieder ruhig und gelassen uns vom Winde treiben lassen hier. Cool. Yeah. Und das Segelhissen geht auch viel schneller, wenn da ein Wind ist. Windräder. Die sind nicht so selten. Ich glaube, die heißen irgendwie Offshore. Ich glaube, die haben sie Windparks genannt. Ich weiß nicht, ob die Leute damals geglaubt haben, dass man mit den Rädern Wind macht. Aber kann ja sein. Leider bestehen meine Interessen jetzt nicht so sehr in Geschichte von dem, was mal war und so. Ist für mich wichtiger, was da ist und was da kommt. Das ist wichtig für mich. Und auch Bertha, weil Bertha muss rollen, muss mich transportieren. Und ich will nicht hungern und nicht frieren. Also von daher, hey... Wow, Freunde, selten und deswegen gucken wir uns das jetzt auch mal an. Ja, da, halt mal an. Ach, komm, wir da noch ein kleines Stück vor. Nur ein kleines Stück und sei vorsichtig beim Kaputtmachen da. Überfahr die Jacks nicht, bitte. So, danke. Wisst ihr, für solche Momente lohnt sich die ganze Mühe. Ihr braucht nicht weglaufen, ich bin's nur. Vielleicht werdet ihr jetzt sagen, ach du meine Güte, ein paar stinkende, verfilzte Rindviecher, findet der toll. Naja, was soll ich dazu noch sagen, außer hast du schon mal deine Wahrnehmung überprüft? Es gibt hier dieser Zeit nicht mehr so viel, an dem man sich materiell erfreuen könnte. Und außerdem scheint mir das so, als hätte sich das mit diesem materiellen Erfreuen für die meisten Leute hier in der Gegend eh erledigt. Ich meine, schaut euch um. Und von daher, ich liebe diese Welt. Jetzt kommen wir wohin? The Blue Isle. Schön, die blaue Insel. Oh, warte mal, halt! Und Bertha, bremsen! Schau mal, da ist ein Artgenosse von dir, Bertha. Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier los? Hast du vielleicht was für mich? Hast du was?
Also was? Hast du nix? Schade. Gut, aus der alten Küste kommen wir. Wir fahren jetzt in Richtung Blue Isle. Die Häuschen verraten, dass das hier mal echt eine gemütliche Gegend war. Und da wir noch genug Wind auf der Tüte haben hier, würde ich sagen, Segel setzen! Und auf geht's. Yeah.